Matthias? Ja, Felix? Matthias, mein verständiger Freund, was ist Aufklärung? Aufklärung, ja, das ist also das mit dem Klapperstorch, das war witzig. Ich meine die andere Aufklärung. Ah, du meinst Aufklärung als Vorbereitung einer Bodenoffensive? Nein, du Spacko, die philosophische Aufklärung. Sag das doch gleich, mein schwammiger Freund. Also, historisch sind Ideen der Aufklärung besonders im 17. und 18. Jahrhundert en vogue. Man spricht da auch vom Zeitalter der Aufklärung. Und inhaltlich ging es Aufklärern wie Voltaire, Hume oder Kant vor allem um eine Kritik der Kirche als der einzigen Institution, die damals die Welt überhaupt verbindlich deuten durfte. Und es ging gegen den Feudalismus als soziale Ordnung und den Absolutismus als politische Ordnung, um die Durchsetzung von Menschenrechten und naturwissenschaftlichem Denken. Sehr interessant, mein gelehrter Freund. Aber die Kirchen haben doch heute, Gott sei es gedankt, nicht mehr das Deutungsmonopol. Und wir leben in einer freiheitlichen Demokratie, der Feudalismus ist lang abgeschafft und so weiter und so fort. Ist denn dann heute an Aufklärung überhaupt noch irgendwas wichtig? Gute Frage, mein wissbegieriger Freund. Das Wichtige, das Aktuelle an der Aufklärung, würde ich sagen, ist nicht die konkrete inhaltliche Kritik an bestimmten Missständen, sondern, fragte er mit gespieltem Interesse, das Wichtige ist die Überzeugung der Aufklärung, dass wir alle lernen sollten, selbstständig und zugleich vernünftig zu denken, statt einfach alles zu glauben, was irgendwelche selbsternannten Autoritäten, die Eltern, Lehrer, sogenannte Experten auf YouTube oder Politiker so behaupten. Erst, sagt die Aufklärung, wenn man selbstständig und zugleich vernünftig denken kann, ist man aufgeklärt und kann seine Probleme tatsächlich angehen. Also ich weiß nicht. Wir sind doch bereits kritisch. Wir glauben nicht mehr einfach den Autoritäten. Sind wir nicht schon längst aufgeklärt? Schau doch mal ins Internet. Da wimmelt es von Leuten, die für sich in Anspruch nehmen, sich nicht von den anderen, Lieblingswort, verarschen zu lassen. Stimmt, die glauben zwar nicht mehr alles, was die traditionellen Autoritäten so behaupten, ihren Verstand strengen sie stattdessen aber, würde ich sagen, nicht besonders an. Das könnte stimmen. Die machen ja genau genommen eigentlich das Gegenteil. Sie sagen einfach nur, der lügt. Oder, das kann ich mir nicht vorstellen, also muss es falsch sein. Und das, was sie sich dann nicht vorstellen können, ist zufällig, rein zufällig, natürlich genau das, was nicht in ihre vorgefertigte Meinung passt. Genau. Mein scharfsinniger Freund. Wenn ich noch ergänzen darf, viele heute glauben zwar nicht mehr den traditionellen Autoritäten, aber dafür glauben sie eben neuen Autoritäten, YouTube-Machern oder Twitter-Nachrichtenschreibern und zwar eben genau denen, die das sagen, was ihnen in den Kram passt und die ihre Vorurteile und Ängste bestätigen. Ich würde mal die Hypothese wagen, viele Menschen heute sind nicht kritischer als früher, sie sind nur auf eine andere Weise leichtgläubig. Sie bedienen, wenn ich ein kleines Wortspiel wagen darf, nicht sich ihres eigenen Verstandes. Sie bedienen sich einfach nach Lust und Laune im Supermarkt der Meinungen. Matthias, mein sprachgewaltiger Freund,
du setzt dich mit solchen Aphorismen des Verdachts der Arroganz und Überheblichkeit aus, der philosophischen Besserwisserei. Felix? Mein Freund, da hast du natürlich recht. Wenn es um aufgeklärtes Denken geht, sollte man immer besonders selbstkritisch sein und eben gerade nicht davon ausgehen, man selbst gehöre zu den wenigen Glücklichen, die schon rundherum aufgeklärt sind. Mein katholischer Vater hätte gesagt, intellektuelle Demut, das ist die Losung der Stunde. Amen. Aber ich meine, was hilft diese Einsicht, dass man selbstkritisch sein soll? Es denkt ja auch jeder oder jede, sie sei selbstkritisch und mache sich eben gerade nichts vor. Ja, stimmt. Das ist natürlich ein Problem. Ich würde mal sagen, erstens, vielleicht sollte man, bevor man sich für mündig und aufgeklärt hält, damit anfangen, erstmal zu präzisieren, was man denn mit diesen Begriffen genau meint. Also was man meint, wenn man sich selbst für selbstkritisch hält und aufgeklärt und das den anderen abspricht. Und dann könnte man sich zweitens überlegen, wie es kommt, dass manche eben in bestimmten Hinsichten unaufgeklärt sind. Und vor allem, denke ich, sollte man sich fragen, wie man denn von dem einen Zustand zum anderen kommt. Wie der Prozess also abläuft, durch den man aufgeklärt und mündig wird. Okay, und wie kann man diese drei Fragen dann vernünftig beantworten? Vielleicht zum Beispiel damit, dass man erstmal schaut, was denn andere, die gewöhnlich als recht clever gelten, zu diesen Fragen gesagt haben. Und dann kann man sich fragen, wie plausibel man diese Behauptung findet und dann weitergucken. Und eine erste Anlaufstelle dafür wäre dann endlich Immanuel Kants Text Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung? Also Felix, veröffentlicht wurde Kants Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung, in einer Zeitschrift für ein breites bürgerliches Publikum, also nicht für Kants philosophische Kollegen. Und entsprechend ist der Text ziemlich kurz und vergleichsweise verständlich. Kaum zu glauben, wenn es um Kant geht. Aber schauen wir mal, was schreibt er denn da so? Wie bei guten Philosophen üblich, beginnt er mit der Klärung vieldeutiger Grundbegriffe. Warte. Ich lese gerade den ersten Satz. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Also besonders klar ist diese Definition eigentlich erstmal nicht, oder? Was macht er denn damit? Das erklärt er gleich danach. Ausgang meint den Prozess, durch den der Mensch sich seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit entledigt. Also sozusagen einen Ausgang findet aus dem dunklen Keller der Unmündigkeit. Okay. Und was meint Unmündigkeit in dem Zusammenhang? Dass man noch nicht 18 ist und... Quatsch. Damit lies einfach weiter. Okay. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Ohne Leitung eines anderen. Das ist ja auch nicht besonders klar. Ja, das ist die, finde ich, tatsächlich auch schwierigste Formulierung im ganzen Text. Ich vermute mal, wenn andere meinen Verstand leiten, dann sagen die mit Erfolg zu mir, denke so und so, das ist richtig, das ist falsch, glaub mir das einfach, beschäftige dich mit A, aber nicht mit B. Hör C zu und nicht D, okay, und so weiter. Aber wie soll man es denn dann ohne Leitung anderer machen? Es gibt ja viele Möglichkeiten, für sich alleine auch Unsinn zu denken. Da kommt Kant etwas später zu. Wart's ab, mein ungeduldiger Freund. Na gut. Dann dazu, was er damit meint, Aufklärung sei der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit.
selbstverschuldet klingt ja ziemlich moralisch vorwurfsvoll. Ja, teilweise meint Kant das wohl auch so, aber nur teilweise. Zunächst mal schreibt er, Unmündigkeit sei nicht selbstverschuldet, wenn man schlicht einen Mangel an Verstand hat, also etwa als Kind. Dem kann man seine Unmündigkeit natürlich nicht vorwerfen. Und wem kann man seine Unmündigkeit dann vorwerfen? Vorwerfen kann man Menschen, wenn sie aus, Zitat, Faulheit und Feigheit unmündig sind. Und das kommt häufig vor, meint Kant, weil es ist bequem, unmündig zu sein. Habe ich ein Buch, heute würde Kant vielleicht schreiben, ein YouTube-Video, das für mich Verstand hat, habe ich einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat, einen Arzt, der für mich beurteilt, was für meine Gesundheit gut ist und was nicht, dann brauche ich mich ja selbst nicht zu bemühen. Zitat, andere werden das verdrießliche Geschäft schon für mich übernehmen. Ich würde sagen, er meint, dass aufgeklärt denken erstmal für die meisten ungefähr so unangenehm ist, wie Mathe zu lernen. Freiwillig macht das kaum jemand. Und meinst du, das stimmt? Naja, Selbstdenken ist natürlich oft tatsächlich anstrengend und manche Leute sind faul. Andererseits macht man sich's vielleicht auch selbst ein bisschen zu leicht, wenn man speziell als Intellektueller wie Kant, dem Denken offensichtlich Spaß gemacht hat und der dafür viel Zeit hatte, wenn man also als Intellektueller anderen, die Tag aus, Tag ein im Supermarkt an der Kasse sitzen und abends geschafft nach Hause kommen, wo die Kinder warten, wenn man also denen vorwirft, sie seien denkfaul. Kant war nicht verheiratet und er hatte einen Diener. Aber Kant ist natürlich auch nicht doof. Er sieht auch, dass es noch andere Ursachen gibt für Unmündigkeit als nur Faulheit. Man müsse zum Beispiel mutig sein, meint er. Aber dann überlegt er weiter, warum denn so viele Menschen Angst davor haben, selbstständig zu denken und warum man dafür Mut braucht. Und dann geht er von der individuellen Ebene auf die soziale, gesellschaftliche und politische Ebene über. Und dazu schreibt er dann, dass viele Menschen sich nicht zutrauen, selbst zu denken oder sogar Angst davor haben, es selbst zu versuchen und dann vielleicht auf die Nase zu fallen. Also zum Beispiel als Erste in der Familie zu studieren und dann vielleicht durchzufallen, Zitat, dafür sorgen schon jene Vormünder, die die Oberaufsicht über sie, also die Unmündigen, gütlichst auf sich genommen haben. Ich wusste gar nicht, dass Kant auch ironisch sein kann. Ja, kam vor. Was er damit sagen will, ist, dass es Menschen gibt, die andere bewusst, Zitat, dumm gemacht haben. Zitat Ende. Etwa indem sie ihnen die Freiheit nehmen, auch nur zu versuchen, selbstständig zu denken. Frauen zum Beispiel durften bis vor 100 Jahren, also bis in die 1920er Jahre in Deutschland nicht studieren. Und wenn das einfache Volk nach der 8. Klasse die Schule verlassen musste, das galt für fast jeden, dann werden schon mal nicht allzu viel kritische Geister sich da entwickelt haben. Und der große Teil der Untertanen ist dann natürlich auch leichter zu beherrschen. Und wen meint Kant mit diesen Vormündern, die die Menschen dumm halten? Er meint die gleichen Leute wie die anderen Aufklärer seiner Zeit eigentlich auch. Also Lehrer und geistliche Männer, die ihre Ehefrauen unter Kontrolle haben wollen oder Väter ihre Töchter, Fürsten, Könige, Despoten aller Art und natürlich deren Helfer. Okay, das sind ja ziemlich triste Aussichten. Fast alle Menschen sind unmündig, meint Kant, und schon Versuche zum selbstständigen Denken werden unterdrückt. Wie kommt man da denn laut Kant wieder raus? Ja, Kant meint, das sei ziemlich schwierig oder zum Teil sogar ganz unmöglich. Revolutionen zum Beispiel bringen, also ein Sturz der Vormünder bringt zum Beispiel nichts, meint er. Da würden nur die alten Tyrannen durch neue ersetzt und alte Vorurteile durch neue. Es gibt für Kant eigentlich wohl nur eine Möglichkeit, wie man das für alle möglichst
erfolgreich angehen kann. Er meint, alleine sich aufklären ist sehr schwer, aber dass ein Publikum, gemeint ist damit die Öffentlichkeit, also wir alle, dass aber ein Publikum sich selbst aufkläre, ist eher möglich. Ja, es ist, wenn man ihm die Freiheit lässt, beinahe unausbleiblich. Kann ich mir noch nichts drunter vorstellen. Was meint er denn dann mit Freiheit? Es ist ja auch ein recht schwammiger Begriff. Stimmt. Er meint eine ganz bestimmte Freiheit. Zitat, nämlich die von seiner Vernunft in allen Stücken öffentlich Gebrauch zu machen. Von seiner Vernunft öffentlichen Gebrauch zu machen? Öffentlich Gebrauch zu machen. Es gäbe nämlich immer einige wenige, die sich trotz der angesprochenen Schwierigkeiten selbst zumindest ein Stück weit oder in bestimmten Bereichen aufklären können. Das passiert, meint er, gelegentlich sogar unter den Vormündern. Und die sollten dann, meint Kant, anfangen, selbstständig ihre Vernunft zu gebrauchen. Und das sollten sie öffentlich machen, indem sie ihre Meinung dem breiten, lesenden Publikum zur Begutachtung vorlegen. Also etwa in Zeitschriften oder Zeitungen, so wie das Kant auch gerade macht in dem Text, oder in Büchern. Und die, die das lesen, und lesen sollte jeder, wenn möglich, die sollten dann ihrerseits darüber nachdenken und darüber vielleicht auch erstmal privat und mit Freunden oder Bekannten diskutieren und eigene Gedanken formulieren und dann vielleicht auch selbst etwas veröffentlichen. Und das übrigens weltweit. Kant spricht da explizit von einer Weltbürgergesellschaft als Diskussionsgemeinschaft. Klingt ziemlich modern. Aber wie habe ich mir das praktisch vorzustellen und mit welchen Themen fange ich denn an? Das macht Kant am Beispiel eines Offizieres deutlich. Offiziere waren in Preußen ja besonders angesehen und tonangebend. Und ein Offizier, so Kant, sollte zwar zeitgerecht einen Befehl ausführen, statt sich halt erstmal hinzusetzen und in seiner Dienstzeit darüber zu, Zitat, vernünfteln, wie zweckmäßig oder nützlich dieser Befehl denn wohl sein könnte. Der Offizier muss zunächst gehorchen. Würde Kant heute angesichts von Völkermorden auf Befehl wohl nicht mehr so schreiben, oder? Ja, würde er nicht, denke ich auch. Worum es ihm im Kern aber dabei geht, macht er dann gleich nach seiner Betonung der Gehorsamspflicht deutlich. Es kommt ihm, also dem gehorchenden Offizier, es kann ihm, dem gehorchenden Offizier, aber nicht verwehrt werden, Zitat, als Gelehrter über die Fehler im Kriegsdienste Anmerkungen zu machen und diese seinem Publikum zur Begutachtung vorzulegen. Ich frage mich gerade, wie viele deutsche Offiziere, die in Afghanistan waren, das denn wohl beherzigt haben. Aber egal. Wie soll man denn dann Kants Beispiel mit dem Offizier auf heute und uns ganz normale Bürger übertragen? Ja, das ist eine gute Frage. Nehmen wir mal bestimmte Corona-Auflagen. Da gab es zum Beispiel, ich erinnere mich, in Bayern während des ersten Corona-Lockdowns das Verbot, alleine auf einer Parkbank zu sitzen und ein Buch zu lesen. Das meinte jedenfalls laut FAZ damals die bayerische Polizei. Und das fanden viele Leute, wie man in Bayern sagt, geschissen dumm. Aber was sollte man denn dann laut Kant machen? Gehorchen? Ja, ich würde vermuten, Kant hätte dazu gesagt, als Bürger muss ich mich erstmal dran halten. Aber, Zitat, als Gelehrter sollte ich dann meine Gedanken dazu öffentlich äußern, für wie erforderlich ich so eine Einschränkung von Freiheitsrechten denn halte. Aber läuft das nicht einfach auf den heute üblichen Shitstorm in den sozialen Medien hinaus? Was soll das denn bringen? Nee, das tut's nicht. Im Gegenteil, Kant meint nämlich, nicht jeder solle einfach unbedacht seine Meinung in die Welt hinausposieren. Er meint im Gegenteil, man solle sich als Gelehrter äußern. Und gelehrt meint in diesem Fall, dass man erstmal etwas Ahnung von der Sache hat, zu der man sich äußert. Und wie bekommt man laut Kant
Ahnung von einer Sache. Da hilft vielleicht die Endnote von Kants Zeitschriftenartikel. Da schreibt er nämlich, er habe gerade erfahren, dass Moses Mendelssohn, das war damals ein bekannter Philosoph, demnächst ebenfalls in der gleichen Zeitschrift, in der sein Aufsatz, sein Essay veröffentlicht worden ist, einen Artikel zur Frage, was ist Aufklärung, veröffentlichen würde, also zum genau gleichen Thema, das er gerade behandelt. Und den hätte er, also Kant, leider noch nicht vorliegen. Hätte er ihn vorliegen, dann hätte er seinen Artikel erstmal zurückgehalten, um zu erfahren, was Mendelssohn zu dem Thema denn sozusagen hat. Lass mich raten. Und das sollte man verallgemeinern. Also erstmal sehen, was denn andere Leute, die sich ernsthaft mit einem Thema beschäftigt haben, dazu meinen und analysieren, wie die ihre Meinung begründen. Genau. Und vielleicht hätte Kant noch hinzugefügt, man sollte gerade auch die Meinungen zur Kenntnis nehmen, die der eigenen Meinung widersprechen. Man sollte also immer die besten Argumente der Gegenseite kennen und prüfen und erst dann seine Meinung äußern, anstatt einfach von jeder Sachkenntnis unbelastet loszutwittern. Ja, das klingt mühsam, aber vernünftig. Und was meinst du? Im Moment gibt es ja noch nicht sehr viele Menschen, die so in diesem Kantschen Sinne von ihrem eigenen Verstand öffentlich Gebrauch machen. Werden das in der Zukunft mehr? Was meinst du? Was meinst du denn? Schwer zu sagen. Singen die Toten Hosen nicht? Und die Jahre ziehen ins Land und wir twittern trinken. Immer noch ohne Verstand? Trinken. Die Hosen Was? Singen und wir trinken immer noch ohne Verstand. Achso, ja, okay. Passt auch ganz gut. Jedenfalls zum öffentlichen Gebrauch der Vernunft. Was meinst du? Wird das mehr in Zukunft oder wird das eher weniger? Ich müsste mich, glaube ich, erstmal schlau machen darüber. Jetzt, wo du sagst, fällt mir ein... Der Sozialphilosoph Jürgen Habermas, der hat sich mit Diskursen in der Öffentlichkeit sehr viel beschäftigt und ist da ziemlich einflussreich. Und es gibt eine Richtung in der politischen Philosophie, die sogenannte deliberative Demokratietheorie, beziehungsweise deliberative Demokratietheorien, gibt es ein paar. Deliberation meint Beratschlagung oder Überlegung, aus dem Lateinischen. Und diese Theorien beschäftigen sich damit, wie in einer demokratischen Öffentlichkeit solche Beratschlagungen oder Überlegungen am besten stattfinden sollten und wie sie de facto stattfinden oder auch eben nicht stattfinden. Da könnte ich mal reinschauen, um mir eine vernünftige Meinung zu bilden. Es sei denn, du bist zu faul dafür. Oder mir fehlt der Mut. Oder deine Vormünder hindern dich daran. Genau. Wenn, dann sind bestimmt die dran schuld. Prost. Prost.